Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Ja, unser Indominus Rex im Hintergrund ist nun erwachsen geworden, ne? Und ja, ich glaube, wir checken den auf jeden Fall jetzt sofort mal ab. Ich hoffe, ich kann jetzt einen Sattel für ihn herstellen. Ah, guck mal, können wir gleich gucken. Apex gibt es noch, Alpha und dann gibt es noch ein Omega? Wait, wie viel Level brauche ich dafür? 96. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Vielleicht ja doch. Mal gucken. Ich sammle mir mal alle Erfahrungspunkte ein. Also, womit ich hier mit dem Flash... Oh. Na gut, eventuell kann es doch möglich sein. Mal schauen. Ach ja, und wie gesagt, sorry mit den ganzen Videos so. Ich habe jetzt jeden einzelnen Kommentar gelesen, ne? Zu den Projekten und so weiter. Ich werde mir da halt größtenteils einen Kopf rüber machen. Und dann am Ende wird sich dann halt, herausstellen, was alles als Projekt kommt, okay? So, deswegen halt einfach Geduld haben und... Dann komme ich schon langsam wieder zurück, okay? Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Ich habe Level 88. Ich nehme jetzt diese paar Dinger hier. Diese beiden. Und diese sieben noch. Ich glaube, wir können... Oh. Nee. Es fehlen Level. Schade, ey. Schade, schade, schade. Ey, es hätte wirklich gut klappen können, aber 92... No! Aber ist egal. Menschliche Fäkalien, danke, dass ich die einsammeln durfte, Kappa. Wir können ja trotzdem etwas machen. Also, Indominus Rex, mitkommen, Baby. Bam, 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 bam. Wen nehme ich mit? Leider haben wir ja unser wunderschönes Pferd nicht mehr. Vielleicht finden wir ja wieder einen. Ich denke zwar eher weniger, dennoch werden wir ganz kurz Spaß haben in der Indominus Rex. Und zwar da drüben. Ach, warte, andere Idee. Wir gehen mal ganz kurz zum Teleporter. Also zu einer anderen Welt. Da sind wir, da gehen wir jetzt ganz kurz hin. Probier mal Indominus Rex aus und dann sehen wir ja, was passiert. Okay, da waren wir schon, da waren wir schon. Oder? Ja, doch. Und jetzt das Einzige, wo wir noch nicht waren, ist das hier. Und hier gehen wir jetzt einfach mal rein. Einmal anklicken, bitte. Hallo? Ah, jetzt kann ich da ran. Okay, dann würde ich sagen, rein ins Schneebiom, so wie es ausschaut. Es sieht voll schön da aus. Oha. Ah ja, das erinnert mich irgendwie voll an Weihnachten. Also wenn es so ist, so da, wie eine Schneekugel, so, you know? Hübsch. Oh. Wow. Also das ist jetzt das unspektakulärste, was wir bisher hatten. Hä? Oder... Oha! Wait, 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 wait. Sind wir in der... Hä? Oh mein Gott, wo sind wir? Ey, ich hab gedacht, wir sind jetzt ganz normal da auf der Karte, weil da halt ein Schneebiom ist, so ein kleines. Dennoch sind wir ganz woanders. Oh, wir müssen aufpassen. Ich weiß nicht, welche Gefahren hier lauern. Dennoch könnte es hier sehr gefährlich sein. Aber nur eventuell. Also bis jetzt scheint es hier sehr, sehr ruhig zu sein. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Hier ist alles tot. Eine Ziege ist... Ah, okay. Ein paar Dinos sind hier. Na gut, gehen wir... Ah, guck mal hier. Etwas... Ein Toxic-Dodo. Siehst du wenigstens ein, Mod-Dino. Aber gibt es hier irgendwas Besonderes, was ich sehen muss? Ey, Origin Kairoku. Ah, leider können wir die noch nicht töten. Leider. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist, entweder ist es eine Wirbelsäule oder... sein Hals und das ist sein Kopf. Und ja, es ist ein Kopf. Wait, das ist der, aus. Ne, warte, der hatte nicht so eine Nase. Das ist sein Buddy, oder was? Junge, der war ja gigantisch. Ein mysteriöses Ungeheuer. Okay, das ist verdammt cool gemacht. Dennoch würde ich mir wünschen, dass das Viech noch leben würde. Dann könnten wir es wenigstens sehen und besiegen. Hm, aber schön gemacht. Schön, schön, schön. So, was gibt's noch hier? Hä, hey, wait a minute, ich sterbe? Aber ich hab doch schon Dings hier. Warte mal, wo ist es denn? Warum steht das hier jetzt nicht? Ah, doch hier. Resistenz 64. Und ich sterbe trotzdem? Ich hab eigentlich fast die komplette Rüstung an. Dämonikziege. Oh mein Gott, das wäre jetzt komplett nach hinten losgegangen. Okay, wir gehen ab nach Hause, okay? Das ist hier doch ein bisschen zu gefährlich von der Kälte her. Eieiei. Dämonik-Ovis. Hat uns getötet? So, dann probieren wir es doch mal ganz kurz hier aus. Ich hoffe, alles wird gut gehen. Wir machen es mal hier drüben. Kinders, ich habe hier jemanden für euch, der liebend gern mit euch spielen würde. Oh, er ist so groß. Einmal angreifen, bitte. 12.000. Ui. Big Boss, wa?
stimmt, der ruft die Dings noch sogar her. Oh, wir müssen aber in der Nähe bleiben, falls hier irgendwas Gefährliches ist. Aber es sieht nicht so aus. Er kann eigentlich alles töten, was er möchte. Die Raptoren sind schwach, finde ich. Aber dennoch, Angriff! Los, come on, let's go! Los, töte die! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist so strong. Alter, er hat fast 1 Million Leben. Das würde ich jetzt behaupten, ist unser stärkster. Bis jetzt. Hat er vielleicht irgendwas eingesammelt? Weil dann könnte ich ja eigentlich ein bisschen hochleveln, weil ich will ihn steuern. Wait, du hast... Okay, wir warten mal ganz kurz, was sich hier ändert. Ja, unser allererster Dino hat die 1 Million erreicht. Mein Glückwunsch. Einmal nochmal hoch, weil ein bisschen Energie brauchst du ja, weil du darfst nicht bei jedem sofort sterben. Und ja, kannst du den nochmal ganz kurz angreifen, bitte? Bitte hier, der ist gefährlich, der ist strong, okay? Wait, du kannst gegen was Stronges kämpfen. Kollege, das macht nichts. Warte, ich kann dir sogar helfen. Warte, stop it. Wir machen mal jetzt anders. Wir suchen jetzt wirklich etwas Starkes. Komm hier rein hier. Wir gucken mal, was er besiegen könnte. Die Raptoren bleiben bestimmt ein paar Minuten nur hier. Und dann, ja, mal schauen, ob er es schafft. Ey, wir haben Rudolf hier. Rudolf with a red nose reindeer. Ba-da-da-da-da-da-da. Kurze Pause hier. Stopp. Es reicht. Rudolf. Eigentlich würde ich die ganz gern mitnehmen, aber es sind... Okay, Rudolf, wollte ich schon gerade sagen, es ist nur Männchen. Ich probiere mal ganz kurz was. Ich stirb mal ganz kurz. Sehr schön. Pteranodon, du bleibst ja ganz kurz hier, ja? Wo ist... Ich wollte gerade sagen, hier, nehmen wir das hier mal. Einmal nehmen, bitte. Einmal... Bullern, bitte. Und wir nehmen den 280er mit. Und... Er bleibt wirklich... Hi! Von den Sekunden her sollten wir es eigentlich easy schaffen und wir sollten ihn retten. Beeil dich mal bitte, bevor die Alpha-Mammuts kommen. Ich weiß zwar nicht, was er kann, aber ich denke mal, der kann fliegen. Ne? Und deswegen ist er, ja, ist es ein guter Fortbewegungsmittel-Ding. Also, you know what I mean? Sehr schön. Okay, der andere ist anscheinend abgehauen, wa? Hm. Dann sammeln wir jetzt ganz kurz mal ein paar Sachen, die er essen kann. Und dann, ja, kommt er unter unsere Fittiche. Komm mit rein. Oh, genau 25. Passt ja eigentlich perfekt. Noch, guck mal, wie süß er ist. Hat eine wunderschöne rote Nase. Sahen die nicht eigentlich einen Ticken? Ah ne, guck mal hier, sieht doch gut aus. Aber die sah noch besser aus von der Grafik her, oder? Komisch. Rudolf with a red nose reindeer. Steh jetzt endlich auf. Ich will mit dir fliegen. Bis zu mir nach Haus. Oha! Nein, Spaß, alles gut. Oh, komm noch einmal essen, los. Komm noch einmal. Ja! So, ich würde sagen, Rudolf behält seinen Arm. What the fuck, warum bist du so groß? Rudolf, warum brauchst du einen Sattel? Ja gut, okay, nehmen wir dich mal ganz kurz mit. Warum ist der so huge? Rudolf hat einen eigenen Sattel. Er kommt sogar von dieser Mod. Obwohl er nichts Besonderes braucht. Schon ein bisschen crazy, aber dennoch, ihr seht ja selbst, es funktioniert. Rudolf, komm mal her, ja. Big Rudy! Einmal da, bitteschön. Bisschen paar Pflanzen hier, also Beeren hier. Ja, der Rest brauche ich dann. Und, ja, fliege bitte, okay? Ansonsten bin ich komplett enttäuscht. Oh nein, Leute, kann er fliegen oder nicht? Wir wissen es alle nicht. Doch, ich wusste es schon. Ich bin vorhin schon abgehoben. Ja gut, also, das ist Rudolf. Habe ich jetzt einfach nur so mitgenommen, weil erstens, er kann fliegen. Zweitens, wenn er stirbt, ist mir halt komplett egal, weil wir können es kurz hier an den Volirino ausprobieren. Es wird halt schwach sein. What? Der macht einen Tausender. Nein. Nein, 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 nein. Was haben die hier eingebaut? War das ein Feuerwerk? Wir müssen Dinos suchen. Hier, guck mal, hier, Wally. Wally. Was soll das bringen? Ich weiß, was es bringt. Speedo. Es bringt einfach den kompletten Speed. Junge, gib ihn. Oh mein Gott. Ich würde so die Stamina hochknallen. Das wird geil. Oh, hi, Origin. Auch, ich traue mich gegen dich zu kämpfen, ja?
Glaub mir, I'm not scared, okay? At all. Die Frage ist halt, macht das halt wirklich nichts? Wir müssen kurz aufpassen. Habt ihr das gesehen? Ich schieße sie einfach weg. Hallo? Es tut mir halt fürchterlich leid, aber... Hä? Warum hat das eben gerade nichts abgegeben und jetzt auf einmal so? Und warum ist der Wollirino so ultra weggeflogen? Nochmal. Irgendwas schießt er, aber ich weiß halt nicht was. Rudolf, einfach die Maschine. Ich fasse es einfach nicht. Cool, aber was halt mich am meisten überzeugt hat jetzt, ist, dass er schnell ist. Er ist der Schnellste. Er ist schneller als unser Griffin. Er ist einfach das schnellste Tier hier. Mal sehen, wie schnell bist du? Okay. So bist du auch schnell. Kannst du schwimmen? Müssen wir auch mal kurz abchecken. Na, meine Gamre will ich schnell weg. Stimmt, da gibt's doch auch jetzt wieder neue, oder? Primal 4 hat doch bestimmt das eine oder andere. Schaut euch das mal an, ey. Ist das nicht schön, ey? Junge, wie groß ist denn das Gebiet hier hinten? Geil. Ey, was haltet ihr von Rudolf? Ist der 10 vor 10? Ja, oder? Ja, ich finde schon. Ich hätte den anderen auch mitnehmen müssen. Oh, hallo. Was ist ein Nekrotik? Ich glaube, es ist bestimmt eine Turbomaschine, oder? Ach, guck mal an. Das hier ist auch noch da. Ich glaube, er kann schwimmen. Kannst du schwimmen? Junge, kick sie alle weg. Bam, Junge. Er kommt einfach raus wie eine... Achso. Gut. Er kann es nicht ganz, okay? Nicht ganz. Aber sobald er wieder draußen ist, ist er wieder top in Form. Oh, wait. Da muss ich ganz kurz mal was gucken. Wir können ja da rein... Phönixe! Oh mein Gott. Er kann Stroh abbauen. Phönixe? Warte mal. Alpha Phönix? Das bedeutet ja, warte mal. Wenn wir ihn töten, kommt dann ein Ei vielleicht aus seiner Asche? Rudolf, ich glaube an dich, okay? Und los! Hey, Phönix! Hey! Warte! Oh, shit! Uiuiuiuiui! Oh, du machst big damage! Bist du tot? Ist er tot? Okay, er lebt noch. Uiuiuiui. Das wäre eine fliegende Todesmaschine, wenn wir die hätten. Habe ich noch genug Munition? Oh, Rudolf. I like you. Okay, die Frage ist, wie treffen wir ihn? Ja, war mir nicht klar. Okay, das heißt, wir müssen näher ran. Wir müssen aber auf die Energie achten, ne? Weil 2000 Schaden durchgehend abkriegen ist nicht so cool. Hallo? Kommst du hinterher? Oh Gott, warte mal. Das war doch... Genau. Hallo? Oh mein Gott. Er macht, ohne dass ich irgendwas bemerke... Big Damage! Ich will nicht wissen, wie viel das abgibt, aber ich glaube, das könnte echt tödlich sein. Für unseren hier. Okay. Wie viel Turbo hast du denn jetzt? Du bist gleich down. Runter mit dir, Vogel. Ah, Mann, ich muss doch treffen. Ja, wir haben ihn. Wait, was brauchst du eigentlich? Alpha-Kippel? Ach so, weil es ein Alpha-Phönix ist. Oh mein Gott. Ach ja, stimmt. Nicht totstellen. Was ist hier? Bitte nicht angreifen, okay? So. Wie viel brauchst du denn jetzt? 5-mal, gell? Rudolf, wir gehen mal ganz kurz nach Haus, ja? Ich würde sagen, das läuft doch 1A, oder nicht? Ach ja, die Base muss ich auch noch weiterbauen. Irgendwie bin ich mit der Stelle nicht zufrieden. Also, ihr wisst ja, was ich halt machen wollte. Und zwar wollte ich ja hier solche Plattformen aufbauen. Problem ist halt, wenn da unten Celestial ist und er schießt hier hoch, dann war's das. Ihr habt mir einige Stellen sozusagen in den Kommentaren reingeschrieben. Problem ist halt, irgendwie ist man hier nirgendwo sicher. Wirklich jetzt? Also entweder ich war blind oder ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts gesehen, dass der einen Sattel braucht. Bisschen doof für ihn, weil dann kann er halt schneller sterben. Pin-coded? Nein, brauche ich nicht. Naja, egal. Dann Rudolf, ich würde sagen,
Wir fliegen mal ganz kurz hin. Ich glaube, das dauert ja nicht allzu lang. Mal gucken, wie viele Sekunden ich brauche. So, ich glaube, ich bin da und ich habe circa 12 Sekunden nur gebraucht. Problem ist halt... Ach, der war da. Okay, sagen wir gefühlt 15 Sekunden, ne? Und somit hätten wir schon das hier erreicht. Hm, so kann man sagen, die Karte ist dann klein, wenn man mit denen hier fliegt. Oh, guck mal, hier gehen ja Treppen lang. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dämonik. Dämonik. Wir sollten schnell weg hier. Wo bist du, Phönix? Phönixe! Moin! Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie gesagt, das könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben. Wenn er stirbt, dann kann es doch sein, dass seine Asche oder in seiner Asche ein Ei liegt oder so, oder? Also ich bin der Meinung, dass das wirklich so ist. Wie schnell er aufsteht. Ich wusste es. Okay, pass auf, Kollege. Du kommst ganz kurz rein. Ey, du bist aber eine Bombe. Wie gesagt, ich nehme dich gleich wieder. Stop it. Oh mein Gott, warum sind die ganzen so zu schwer? Wegen was? Achso. Ja gut, das sollten wir da lassen. Ja, ja. So. Alpha Phoenix. Ah, leider ein Männchen. Na, jetzt bist du aber langsam. Na, egal. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie viel diese Genki-Dama macht an Schaden. So, dann gucken wir doch ganz kurz mal, was er so drauf hat. Okay, aber nur einmal, oder? Aber es hat sich mehrmals angehört. Ich brauche jetzt was Starkes. Okay, C kann auch noch was. Bitte sich nicht selbst töten. Das war die Genki-Dama. Okay. Nochmal austesten, bitte. Okay, wir können es öfters machen. Ich kann es sogar steuern, wenn ich stoppen möchte. 100.000, bitte. Okay. Okay. Rechtsklick, wa? Okay. Kann ich es öfters machen? Okay, es hat eine minimale Abklingzeit. Aber die ist so kurz, dass ich übelsten Damage machen kann. Okay, X vielleicht. X bleibt stehen, ne? Gut. Okay. Alles klar? Stehen bleiben, please. Oh my God. Gut, dass wir abge... Oha. Ey, der farmt sogar ziemlich gut. Gut, dass wir abgehauen sind mit Rudolf. Der hätte einmal die Attacke machen müssen. Wir wären dead. Das macht durchgehend Schaden, solange du drin bist. Ich brauche jetzt wirklich ein richtig starkes Viech. Glaub mir, ich werde jetzt nicht übermütig oder so, aber ich muss es testen. Oh, Phoenix, du siehst doch so schön aus, ey. Ein Celestial. Wollen wir kurz reingrätschen? Wollen wir kurz reingrätschen? Okay. Wir grätschen rein. Hallo, wir grätschen. Und? Ich hab getroffen, ich hab getroffen. Hoffen wir einfach mal, dass das Celestial totgegangen ist, ne? Und hoffen wir mal, dass in seiner Asche ein Ei jetzt liegt. Ey, ich lerne aber auch nicht, ne? Ich lerne aus keiner Situation. Es war mir irgendwie, ich hatte es wirklich im Gefühl drin, dass ich es nicht schaffe. Und ich ziehe es trotzdem durch. Warum? Er war so stark. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Was Starkes gehabt? Wieder tot? Schön, wo war das jetzt? Okay, ich versuche jetzt was, ne? Ey, bitte stirb mir jetzt nicht weg. Nein! Oh, Joe! Oh, war das close! Oh, wir haben es aber geschafft. Kannst du noch weiter runterfliegen? Danke. So, die Frage ist jetzt. Lebst du noch? Komm, du bist ein Phönix. Steh aus deiner Asche auf. Hallo? Ach nee, warte mal. War das nicht eine Attacke? Push dich mal ganz kurz, bitte. Ey, ich brauche unbedingt wieder einen Phönix. Ich brauche ihn. Aber egal, umso mehr kann ich in den Streams machen, eventuell. Also von daher, ne, ihr seid herzlich willkommen. Also alle, die sich natürlich benehmen können. Der Rest dann halt nicht, ne? Ihr wisst Bescheid. Man soll sich ja benehmen. Aber ja. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Okay. Das war's mit dem stärksten Dino. Den stärksten Dino, den wir hatten. Es war ein wunderschöner Phönix. Ist das Asche? Nein!
Ich hätte einfach nicht angreifen sollen, Mann. Ich hätte es einfach nicht tun dürfen. Nee, Celestia, jetzt. Oh, nein, 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 nein. Oh, wir hauen ab. Okay, ich werde daraus lernen und ich werde es nie wieder tun, okay? Ich hoffe, ihr vertraut mir dort. Mann! Oh, das nervt mich jetzt, ne? Hallo, einen wunderschönen... Es ist nichts passiert, Kinder, es ist nichts passiert. Rudolf lebt noch. Ja, er lebt noch. Scheiße, Mann. Stimmt, wirst du stärker so, wenn ich dir das eine oder andere reindrücke? Wir testen es einfach mal, ja? Okay, Dimorphodon, moin. Okay, wir werden ihn nicht auf Damage knallen, sondern nur auf die Energie. Energie ist hier lebenswichtig. Okay. Hi. Danke für deinen Tame-Helper. Wait, wir können ja einfach hier durchschlendern und alles töten. So kann man gut was an Level machen, oder? Wie ein kleiner Engel, der hier einfach durchrast. Komm mal hier, pass auf. Ich werde euch jetzt gleich die Anzeige anzeigen, die ich an Schaden mache. Spino. Sag mal gucken. Ja, guck mal, ein bisschen habe ich doch Schaden gemacht. Hi. Willst du mich etwa töten? Oh, ich weiß zwar nicht, wovon du gestorben bist, aber anscheinend gibt es sogar Blutungsschaden. Naja, wenigstens ist Rudolf geblieben. Wir holen uns den Phönix wieder. Dann gehen wir halt mal im Stream halt zum Vulkangebiet und ich glaube, da sollte auch der eine oder andere Phönix sein. So, los, Rudolf. Ab nach Haus. Los. Oh, ich hoffe, wir können dann halt für die nächste Folge Indominus Rex Phönix ausprobieren, weil den will ich halt auf jeden Fall ultra stark machen. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen bauen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich baue. Und ich weiß auch gar nicht, ob es sich hier wirklich lohnt. Dennoch gibt es ja von der Primal 4 Mod, ich glaube auch noch Maschinen. Oder das eine oder andere, was wir halt herstellen können. Und, Alter, wir müssen noch so viel machen. Ey, das wird crazy, wird das. Aber egal, das kann ich ja alles noch im Stream so weitermachen. Und natürlich in den YouTube-Folgen. Ja, aber ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Wenn's euch wie immer gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.